Yo, Team Bubble hier, Mokshow One. Ich bin gestern offiziell mit der TBT-TV-App fertig geworden, eine Android-App, die unseren Channel darstellt, ohne YouTube zu öffnen zu müssen. Ja, die App befindet sich auf dem Play Store. TBT-TV von Mokshow One, also von mir. Sucht sie nach TBT-TV, dauert das eine Ewigkeit, bis es findet. Sucht sie nach dem Mokshow One, findet ihr die App sofort, aber ich erspare euch die ganze Suche und stelle den Link in die Description. Bam! Halt, schöne Bilder noch von mir, die ich gemacht habe zur App. Kann besser sein, ich weiß. Ja, App öffnen. Wenn wir die App öffnen, kommt nach einem langen Ladescreen, der sich jetzt komischerweise nicht geöffnet hat, die App selber. Hier seht ihr die letzten Videos, die wir gemacht haben, die öffentlich sind, die schon online sind. Und ja, halt da ist ein Load More Button. Wenn ihr auf den Load More Button geht, also das ist weiter unten immer im Display, dann öffnen sich auch die vorhergegangenen Videos von den letzten paar Monaten, Wochen, Jahren, was auch immer. Bei der App fehlen jetzt Suchfunktionen, Playlist-Funktionen und Partnerseiten, weil sich noch keine Partner gemeldet haben, dabei zu sein. Sollte eigentlich alles mit den nächsten Updates fertig sein. Falls ihr noch Vorschläge haben sollt, was ich daran ändern kann, betätigt die Menütaste, geht auf Reddit, auf Google Play Store, öffnet sich die wunderschöne App und gibt mir eine wunderschöne Bewertung für die App. Ja, über ShareIt könnt ihr die App teilen mit Freunden. Da schenkt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es jetzt den Links weiterschickt oder die App selber weiterschickt, aber ist ja wurscht. In About findet ihr halt die genauen Daten über uns. Öffnet jetzt ein Video. Öffnet sich das Video, spielt sich sofort ab. Im Ganzbildmodus dreht sich das Gerät, also das Video im Gerät, automatisch im Querbild um und ihr seht es größer. Mit dem Zahnrad könnt ihr dann auf YouTube gehen, die App, also das Video direkt in YouTube öffnen und dann teilen, je nachdem wie ihr wollt, und die Qualität einstellen. Ja, das war jetzt auf jeden Fall die App und demnächst wird es vielleicht auch eine iOS-Version geben. Auf dem iTunes Store und für Windows Phone und Symbian bin ich noch nicht sicher, ob es gut wird zu entwickeln, aber ich werde es vielleicht probieren. Und ja, wie gesagt, Link in der Description, schaut sich das an. Wenn ihr Ideen habt, vorschlagen, wenn ihr Ideen habt und mir vielleicht helfen wollt, vorschlagen und mir Bescheid geben, einfach App bewerten und in die Beschreibung reinschreiben. Das war's jetzt von meiner Seite und es werden noch sehr viele Videos von mir wieder folgen. Das heißt, ich werde wieder Videos machen. Na gut. Wir sehen uns. Mokshow One.